Und du? Then shall we begin? Ernsthaft? Ich kann wieder aufsteigen. Im Ernst, wie krass ist das denn? Noch ein Level. Dann setzen wir noch einen auf Stärke. Ja, das ist ja mal cool. Then shall we begin, bearer of the dark sign. Ehrlich, wir können noch ein... Ey, was ist denn das? Ich mach das jetzt so oft, wie wir können. Also, das ist jetzt der... Wievielte? Das ist der dritte, ne? Ein, jetzt noch ein. Das ist der dritte Level, den wir von dem quasi geschenkt bekommen. Nice. Was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen wahrscheinlich nochmal Kondition. Kondition ist ja recht wichtig. Then shall we begin, bearer of the dark. Okay, vierte Mal. Nice. Vierte Mal machen wir dann wieder Vitalität. Ah, you have attained ample strength. All will soon be clear, my good lord. Ah. Okay, nochmal geht's nicht, aber be safe. Anscheinend wird das nochmal irgendwann gehen. Oh, jetzt haben wir natürlich auch einige Level geschafft. Geil. Sehr geil. Das freut mich richtig. Also wir haben jetzt hier 4 Level gemacht. Richtig nice. Nice, nice, nice. Dann können wir... Mal kurz hier untoten Knochensplitter verbrennen. Haben wir nicht. Ja. Oh, Moment, 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 Moment. Ich muss nochmal was gucken. Wir sind ja schließlich ein Pyromant. Und wir haben ja auch einen anderen Pyromant hier. Der uns vielleicht ein paar neue Zauber beibringen kann. Vielleicht hat er ja mal wieder was dazu bekommen. Wo ist er? Ist er nicht hier? Doch, hier ist er. Ah, there you are, unkindled one. I am pleased to have a pupil as dedicated as you. Okay. Pyromantenflamme verstärken können wir, glaube ich, gar nicht. Nee. Und, oh, er hat tatsächlich... Nee, Blitzschweiß. Weiß ich gar nicht. Hatte der den schon? Ich glaube, könnte er schon gehabt haben. Ja klar, starkes Schwitzen erhöht die Feuerschadensminderung. Wer weiß, wenn der Endgegner passt, der nächste, weil es deutet alles auf Feuer hin. Also unsere Gegner jedenfalls sind auf einmal Feuer und Flamme. Ach, hier. Haben wir mit der schon geredet? Ich glaube, ja, wir sind da schon. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Nee, ich glaube, mit der haben wir noch nicht gesprochen. Da können wir halt Wunder lernen, aber heilen, Auffrischung, liebkosende Tränen und Rückkehr, ja okay, aber have a pleasant journey, wir sind ja kein Kleriker. Von daher ist es eher nicht ganz so wichtig, aber ist ja trotzdem schön, den Charakter hier zu haben. So, leider hat der Pyromant bisher noch nichts Brauchbares mehr gelernt. So, Kapelle der Läuterung, genau. Da sind wir stehen geblieben, da gehen wir auch hin zurück. Mal schauen. Wollen wir mal ein Stück weitergehen? Auf jeden Fall sehr nice. Jetzt gefällt mir das Gebiet ein bisschen besser. Also ich mag diesen komischen Wald da nicht. Obwohl ich mir jetzt zutrauen würde, mich mit diesen komischen 2 Trotteln da nochmal zu messen. Möchte ich aber jetzt nicht riskieren, weil wir gerade die Glut haben. Und dann möchte ich die nicht verlieren gegen die. Okay, jetzt hier die. Aua, shit, shit, shit.
Er hat sich gar nicht verwandelt. Ah ja, dann ist es halt so. So, wir gucken jetzt erstmal, was da oben ist. Ach so, nee, da waren ja die Untoten, ne? Einmal durchrennen. Oh, hier kann man auch hoch. Und die kann man auch wegmetzeln. Den auch. Astora Großschwert. Geil, eigentlich geil. Seid ihr nur für ekelhafte... Wow, die kotzen ja einen an. Huh. Okay. Da können wir runter. Da einfach mal durchhacken. Ja. Wow. Geh weg. Geh mir aus dem Weg. Okay, noch ein Großschwert. Eine Seele. Wow, hier... Hier muss ich aber auch weg. Wow. 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 Man kann nicht einfach so an denen vorbei, so locker. Gott sei Dank sind die langsam. Einmal noch hier runter. Oh, Backstep. War so jetzt auch nicht geplant von mir. Boah, hier sind ja überall diese Untoten, ey. Das ist ja ekelhaft. Einmal kurz hier noch gucken. Okay, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da lang. Okay. Was bist du denn? Und tschüss, Junge. Meine Güte, was sind das alles für Leute? Ah! Oh mein Gott. Das ist ja fürchterlich. Wow, no. Was ist das für einer? Das ist doch wieder so ein blöder, ekelhafter Gegner. Ja, das ist schon wieder so einer. Wow. Auf jeden Fall gefährlich. Auf jeden Fall gefährlich. Da liegt auch noch irgendwas. Da und überall laufen diese komischen Untoten rum, ey. Bäh. Da kann man da runtergehen, okay. Hier kann man auch noch da runter. Da kann man noch hoch. Oje, 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 oje. Wie schäbig. Aha. Antifluch Großschild. Was sind das da für Köpfe? Haben nichts zu sagen, okay.
Aha. Was ist denn das? Das sieht scheiße aus. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich gerade bin, um ehrlich zu sein. Okay, da haben wir eine Kristallechse. Okay. Aha. Nice. Okay. Da unten kann man noch lang. Ah, da oben ist auch irgendwas, aber da kommen wir nicht hin, ne? Nee, da kommen wir. So kommen wir auf jeden Fall nicht dahin. Wir müssen auch nicht dahin. Oh, das ist aber auch so verwinkelt alles hier, ey. Scheiße. Kleine Titanitscherbe, da liegt noch einer. Ist das die Kapelle? Nein. Oder? Naja, könnte schon sein. Das könnte schon sein. Na dann. Okay. Wow, wow, alles klar. Scheiße. Ja, das kannst du ruhig machen. Oh nein, nicht getroffen. Nicht gut. Oh Mann, fuck. Okay. Huhu. Jawohl. Und da gibt's eins in die Schnauze gehauen. Verdammte Drecksechse. Titanitschuppe. Sehr schön. Ja, nice. Das war doch ganz gut hier. Okay. Huh. Die haben wir. Die haben wir. Mal hier gucken, okay. Langsam hier mal ein bisschen uns umschauen. Drecksvieh. Wieder so eine. Kleine Titanitscherbe. Okay, langsam.
Da ist doch irgendwas im Wasser, oder? Könnte auch... Nee, das ist irgendwas. Okay, bevor wir uns da hintrauen, gucken wir uns hier noch weiter um. Bei der Echse, da geht's ja noch weiter. Schlimm genug, dass wir uns diese Kristallechse schon gestellt haben. Was ist denn hier? Hier oben ist auch noch was Schönes. Sehr nice. Auch eine kleine Titanitschere. Wann bekomme ich denn mal Titanitschuppen? Denn die brauche ich für meine Axt. Ja, ich möchte ja nicht wählerisch klingen, aber es wäre schon besser so. Ah, man weiß ja nie, ob hier irgendwas nicht so eine Fake-Wand ist. Aha, hier können wir auch noch. Wie viel hält das Vieh wohl aus? Naja, Feuer hält es gar nicht aus. Giftbissring. Ja, okay, da kann ich mir schon denken, was dieser Ring kann. Aber schön, schön, schön. Wieder ein Ring entdeckt. Ja gut, dann können wir uns doch daher trauen. Dann schmeißen wir einfach mal zwei Feuerbälle auf das Vieh und dann sollte das ja kaputt sein. Wenn es das gleiche ist, was wir da gerade hatten. Ah, dieses Gebiet ist mir übrigens nicht geheuer. Oh fuck. Run, 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 run. Das Miststück ist doch ganz schön gefährlich, ne? Meine Güte. Ganz schön schnell und... Was höre ich denn jetzt schon wieder? Da ist noch eins. Okay, cool. Drehst du auch wieder um? Wir sehen ihn doch endlich an. Ah, cool. Heiligenbaumranke. Wofür ist die Heiligenbaumranke? Nee, da können wir das nicht sehen. Heiligenbaumranke, Heiligenbaum. Was sind das hier für Geräusche, ey? Das ist nicht schön. Wie soll ich da vernünftig gucken? Grabschlüssel, haben wir den schon benutzt? Ja, na klar haben wir den benutzt. Hier, das ist... Ach so, um Wunder zu wirken. Alles klar, alles klar. Na, das ist doch dieses blöde Vieh, oder? Ah, Mist! Scheiß Kamera. Das Schwein hängt fest. Mist, ich kann es nicht anvisieren. Dann machen wir es so.
Mit etwas Glück. Jetzt hängt das da so fest, dass ich... Ja, doch, doch. Da kommt man noch dran. Die Seele. Na, jetzt haben wir nur noch höchstens 2 Feuerbälle. Ah, okay, hier ist sonst nichts. Dann können wir ja hier wieder hoch. Ja, das war auf jeden Fall das Vieh, was da lag. Okay, dann können wir weitergehen. Gab es hier nicht noch einen Weg? Da war die Kristallechse. Da sind wir schon hergegangen. Dazwischen, dazwischen, nee. Ich glaube, wir haben dieses Gebiet hier soweit ganz gut aufgeräumt. Wir haben schon wieder einige Seelen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Naja, ein Shortcut oder so war jetzt aber hier nicht, oder? Einfach nur ein Gebiet. Was heißt nur? Wir haben ja schon einige Sachen da gefunden. Gegen Gift und sowas haben wir was gefunden. Ist ja auch jetzt nicht schlecht.